Bruder, du fragst mich, ob ich ein Haargummi habe. Vielleicht hat irgendein vergessen hier oder so. Denk mal nach, oder hast du nicht immer eins getragen oder so? Ja, Bruder, schon lange her, Alter. Hat irgendwas vergessen? Boah, was? Ey, übertreib jetzt mal nicht! Ja, Junge, ist doch nicht so abwegig. Nein, überhaupt nicht! Yo, schönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr seht's bereits. Gang, 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 gang. Ja, Sam muss das nochmal machen. Okay. Yo, schönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ihr seht bereits, wer an meiner Seite ist. Afghas Romeo, ihr wisst Bescheid. Teil 3 vom Rapper und Outfits erraten. Das ist schon Teil 4, oder nicht? Teil 3. Ehrlich? Du hast einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. Okay, Kopf hoch. Ich kann nicht zählen. Sehr geil! Jetzt geht's darum, wer den Gesamtsieg holt und wer die Bestrafung bekommt heute. Ja. Also mach dich schon mal mental auf deine Strafen gefasst. Sag das gerne, aber ich lasse Taten sprechen. Du redest wieder hier wirres Zeug, weil du wieder auf Lean bist oder auf Molly. Der Gast fängt auf meinem Kanal an, das bist du an der Stelle. Ich würde mal sagen... Nein, stopp! Ich habe das letzte Mal gewonnen. Der Verlierer fängt an. Der Verlierer fängt an? Richtig. Nee, okay, akzeptiert. So, der erste Rapper, den ich dir jetzt einmal hier zeigen möchte, ist einmal dieser nette Mann hier. Hier wird nicht gezoomt oder irgendwas, das ist perfekt ausgeschnitten. Real Talk. Ja, lass mich nachdenken. Ja, übrigens diesmal 5 Leute, ne? Ja, genau, wir haben 5 Leute. Das ist auf jeden Fall kein Ami, das ist einfach irgend so ein... Erstmal Real Rap, so sieht einfach jeder Jens auf der Straße könnte so rumlaufen. Oder? Ich meine, klar, okay, ist ein Gucci-Gürtel, aber sonst... Wir werden in Deutschland endlich mal das Kind beim Namen nennen. Ja, keine Ahnung, sieht aus wie Casey Rebel. Nee, Bruder, der gute Maju. Ja, klasse. Super, kein Maju. Punkt. Danke, Maju. Ich liebe dich, Maju. Okay. Boah, wie so tief. Okay, dann fangen wir mit dem ersten an. Bitteschön. Wer das ist, ja. Wo das Problem ist. Du kennst den? Mhm. Warum kennst du den? Weil, warum kennst du das? Also es kann sein, dass es der ist. Ich denke auch, dass es der ist. Ja. Und warum ist es der? Weil ich nur einen kenne, also einen Rapper, einen Ami-Rapper, der mit Justin Bieber Merch-Trainingsanzug unterwegs war oder das anhatte. Ja. Und das ist? Ich fühle mich wie Ex! Ja. Eiskalt wusste ich das. Oh, das ist der gute XXXTentacion. 1-0! Fuck. Mein nächster Rapper. Ja, okay. Zwei Kill. Bruder, darf nichts angefasst werden. Ja, ja, ich muss überlegen, Dicker. Funktion gut, aber Deutsche stehen nicht so auf so einen krassen Schmuck, glaube ich. Komm, gib einen Tipp jetzt ab. Ich kenne nicht viele. Das ist, keine Ahnung, das ist Lil Pump. Eiskalt ist das Lil Pump. Ehrlich? Eiskalt. Das Einfache daran war einfach, dass der Gucci-Oberteil, Gucci-Gürtel... Weißt du, was überhaupt das Einfachste ist? Der kommt aus Amerika und der ist weiß. Wenn du diese zwei Kriterien hast bei einem Rapper, dann kannst du, glaube ich, schon so gut wie fast alle ausgrenzen. Erstmal ohne Spaß. Überlegt mal, kennt ihr viele deutsche, weiße Ami-Rapper, die irgendwie großartig Klunker tragen oder sowas? Also ich kenne Machine Gun Kelly, Lil Pump. Und dann hört es eigentlich auch schon fast auf. Oder Eminem trägt auch Klunker. Na klar. Okay. 1-1. Dann geht's weiter. Also er hat ein Givenchy-Hemd an. Das ist einer von Migos. Aber wie heißen die denn? Guck mal, ich sag dir sogar, weil ich korrekt bin, sag ich dir alle drei. Na, ich weiß, ey, das will ich gar nicht. Ich habe eine Chance von 1-3 jetzt und die werde ich jetzt nutzen. Weil das Schicksal auf meiner Seite. Kennst du alle drei? Offset, Takeoff, Quavo. Und das ist eiskalt Offset. Das ist eiskalt Future. Oh, was, Alter? Aber du könntest auch locker bei den Migos mitmachen, so wie der aussieht. Finde ich persönlich. Die sehen alle gleich aus. So, mein nächster Rapper ist einmal dieser Herr. Ganz ehrlich, sieht das, guck mal, allein auch so komisch auf seinem Auto posierend, auch wieder so, das könnte auch wieder Maju sein von der Statur her. Ich schwör's dir. Geht, Maju ist kleiner. Dann ist das Kollege. Oder zum Glück ist das Farid Bang, Alter. Fuck, Alter. Das war der dritte Rapper, 1-1 immer noch. Und ich habe jetzt die Chance, in Führung zu gehen. Nächster Rapper. Aber pronto! Oder du nimmst so komische Leute, ne? Aber das ist jetzt einer von Migos. Nee, eiskalt ist das keiner von Migos. Wer hat denn so eine Kette? Prima, so viele Komplexe. Ich bin so glücklich, dass du dich nicht damit auseinandersetzt. Wenn du die Kette siehst, würdest, dann weißt du, und dann wüsste man jetzt eigentlich schon direkt, wer das ist. Ich habe nicht mal auf die Ketten geachtet. Hätte sein, dass dein Name da einfach direkt dick und fett steht aus einer Kette. Du weißt eiskalt, wer das ist? Der ist größer und schwarz. Und das ist eiskalt Wiz Khalifa. Gott sei Dank, nein, das ist Young Thug. Nein. Ich schwöre, Real Talk, ich habe Complex ein bisschen so diese Sneaker-Shopping-Sachen angeguckt und dann so auf die Ketten und so geachtet und so. Ehrlich? Alles kalt. Und auch ein bisschen so Instagram und er so. Er hat richtig Trainingstage gemacht. Der nächste. Fällt dir das selber auf, wenn du mit mir diese Scheiße hier machst? Wie krass monoton und gleich die alle aussehen? In Deutschland meinst du? Ja. Ja. Schon eigentlich. Ja, in Deutschland ist halt einfach so. Guck mal, das könnte doch jetzt auch wieder
Mann muss sein. Der dritte. Ja, in Deutschland ist halt einfach so ein bisschen. Ja, wurde auf jeden Fall irgendwer auch sportlich machen mit seinen Running Leggings da. Ja. Zweimal den gleichen darf man nicht nehmen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Südländisch mäßig, würde ich jetzt schätzen. Okay. Sieht auf jeden Fall so aus auf den ersten Blick. Boah, aber wer trägt denn so öde Leggings zum Laufen, Alter? Ein Tipp? Ich glaube, Casey Rebels hat hellere Haut, oder? Ja, ja. Und sagst du, ja. Ja, der hat hellere Haut, der ist doch Kurde und Kurden sind nicht so dunkel. Dicker, einer meiner besten Freunde ist Kurde und der ist auch relativ dunkel. Ah, stimmt, er ist kalt sogar. Mhm. Das kann ja wirklich sein, dass der das ist. Na klar. Wenn es jetzt Casey ist und du wolltest mich in die... Boah, dann dreh ich gleich durch, Mann, ich schwör's. Von der Hautfarbe hätte ich direkt gesagt Majo und von der Statur und so. Aber den hast du schon, deswegen komme ich gerade nicht wirklich klar. Boah. Es gibt viele südländische Deutschrapper. Ja. Das ist Kurdo. Ne. Ne. Bruder, willst jetzt dich so ärgern? Bruder, das ist ein Perk. Oh, was? Das war der vierte und wieder kein Punkt. Eins immer noch. Okay. Jetzt kann ich in Führung gehen. Geht's weiter. Ja, bitteschön. Das kannst du vielleicht sogar wissen. Er hat ein Girl an der Hand. Ich weiß nicht, aber kann das wieder sein, dass es Big Sean ist? Kann das wieder sein, dass es Big Sean ist? Nein, ne? Big Sean? Ist der das? Ich kenne den nicht, ich schwöre. Aber das ist Big Sean. Ich würde sagen, er kennt den Mann nicht. Ich schwöre, ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich kenne zwei Songs von dem und er redet zweimal das richtige Outfit von dem Typen, obwohl man nichts sieht. Jetzt mal Real Talk. Du hast gesehen, ich habe nichts gemacht. So, das ich hätte eigentlich gehofft, du sagst Kanye West, weil er sieht auch so... Nein, also Kanye würde vielleicht auch so eine Jacke tragen. Ja, stimmt, eigentlich war gute Fährte so, aber Kanye habe ich selten mit so Ketten draußen gesehen, mit Hoodie. Das stimmt, der trägt wirklich... Deswegen, das hat mich so ein bisschen so... Eiskalt von Kanye West weggebracht. Ha! So, jetzt bist du unter Zugzwang und den letzten Rapper musst du erraten. Sonst haben wir eine Bestrafung für den Half-Cars Romeo. Den Alfa Romeo. Okay. Der letzte Rapper. Hier wird nichts angefasst. Das ist eiskalt eine Frau. Nein, Bruder, das ist ein Typ. Bruder, das ist doch keine Frau. Siehst du die Titten? Ja, boah, was? Ja, ich sehe das, aber das ist ein Typ. Sollte der mal unbedingt anfangen machen, so Sport zu machen? Bruder, welche Frau trägt so eine Kette? Weiß nicht, aber welcher Mann hat solche Titten? Das sehen wir ja gleich. Das Problem ist, für DJ Khaled oder so hat er viel zu dünne Beine. Aber wer ist denn so... Ja, wer ist denn so verdammt schlecht in Shape einfach? DJ Khaled ist so dicker noch, oder nicht? Also ja. Schon dicker. Ja, aber der hat einfach so Titten. Ich weiß nicht, wer solche Titten hat. Oder können wir Brüste sagen? Nein. Ich habe eiskalt verloren. Ne? Das errate ich niemals richtig. Ich habe keinen Ex. Ich habe wirklich keinen genommen, so. Jetzt irgendwie sowas wie Justin Bieber, so, oder so. Oder, okay. Oder in Deutschland, was gibt's denn? So, Manuelsen kann man ja auch, zum Beispiel auch R&B und Rapper. Aber Manuelsen ist Rapper. Ja, aber du weißt, was ich meine. Schon wirklich klare, definierte Rapper. Egal, alles cool. Du musst jetzt erraten, Bruder. Du bist im Zugzwang, weißt du? Weil ich habe einfach Big Sean auf meiner Seite. Ich würde ja sagen Moneyboy, weil ich weiß, er ist ein bisschen dicker, aber der Tattoos. Eiskalt kann das Moneyboy sein. Also von der Statur her. Ja, also schätze ich jetzt mal. Der Boy hat auf jeden Fall Wohlstandsbau. Komm, gib einen Tipp jetzt ab. Softbefehl. Really, nigga? Eiskalt. Was? Ich habe mir gedacht, eiskalt. Eiskalt habe ich mir gedacht, ist Hafti der Einzige, der sich denkt, so scheiß drauf. Ich mach einfach. Was, Alter? Das kann nicht sein, Mann. Ich habe schon gewonnen gehabt. Aber auf jeden Fall habe ich noch einen Backpack-Rapper genommen. Boah, wer trägt denn so einen Rucksack, ey? Aber Ali. Also würde ich sagen, so von EGJ. Also ist ja eigentlich so, theoretisch wäre Lars Unlimited naheliegend. Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Aber das könnte auch Samurai sein, weil das ist nämlich Shindy und ich habe mit 3-2 gewonnen, Leute. Aber du kennst wirklich jedes Foto von dem. Normal, Bruder. Du weißt Bescheid. 3-2 ich wollte unbedingt ein Foto von Shindy nehmen. Und ihm das unter die Nase greifen, dass er das nicht kennt, aber er kennt ihn nicht. Du weißt nicht, wie er erleichtert sich gerade, weil ich das Bild gesehen habe. Ich dachte so, Bruder, guck mal. Aber warum kennst du jedes Foto von dem? Bruder, weil ich doch sein Cousin bin. Weil ich eiskalt drauf, den möchte mir her. Boah, weiß ich, jetzt habe ich es gesagt. Komm, lass uns die Bestrafung machen. So Leute, die Bestrafung ist, dass ich dem guten Romeo jetzt hier ein bisschen was zusammenmixe. Was Leckeres. Wir haben einmal Meerrettich. Ich glaube, das riecht voll gut, ne? Ich will es gar nicht riechen. Oder wolltest du nicht noch nachher feiern gehen? Nee. So. Muss ich alles runter. Boah, Junge, nimm mal nicht so viel! Ja, gleich, chill mal. Ich mach das immer hier rein. Boah!
Das wird ein richtig leckerer Drink, wird das. So. Das kann man nicht hier gleich hinkotzen, ne? Wer kotzt, muss normal nehmen, eiskalt. Wer Maggi? Ist das anders? Dann haben wir Zitronenextrakt. Wo bin ich hier gelandet? In was habe ich mich da reingeritten, Alter? Bruder, du hast letztes Mal... Ja, Bro, komm vorbei, lass uns ein paar Videos drehen. Von Straf hat keiner was gesagt am Anfang, verdammte Scheiße, Mann. Und wir haben einmal hier Gurkenwasser. Nehmen wir auch noch einen kleinen. Ah, ist gerade auf die Hose getropft. So, das rühren wir jetzt alles ein bisschen um. Das ist doch viel zu dünnflüssig geworden, Alter. Ja, soll ich das trinken oder was? Nein, doch nicht alles, Bruder. Du nimmst jetzt hier so ein bisschen. Kann man das sehen oder so? Wie das schon riecht, Alter. Boah. Komm, so ein bisschen. Das ist nur so ein halber Teelöffel. Soll ich das in den Mund geben? Komm mal auf. Weißt du, was das traurig ist? Das schmeckt echt lecker. Ehrlich? Mhm. Eiskalt schmeckt das gar nicht öde. Korrekt. Maggi ist Lifesaver, ja. Boah, aber es brennt das so ein bisschen nach, Alter. Du hast Meerrettich. Aber ich mag Meerrettich. Das hat nicht ganz so hingehauen, wie ich dachte, auf jeden Fall. Also, es riecht echt krass eklig, aber es schmeckt nicht so scheiße. Ich bin so enttäuscht. Ja. Leute, das war die Challenge mit Bestrafung. Eiskalt regt mir das gerade auf, dass du jetzt nicht erwarten bist. Ich dachte, du musst dich hier einmal übergeben. Checkt auf jeden Fall gerne die Beschreibung ab. Da ist auch das Tape von dem guten jungen Herrn verlinkt. Der macht nämlich Musik, falls ihr es immer noch nicht wisst. Dann schaut da mal vorbei. Wenn ich nicht gerade irgendeine Scheiße in mich reinschaufeln muss. Schaut auf jeden Fall gerne in der Beschreibung, wie gesagt, vorbei. Dort ist auch das Video vom Donnerstag verlinkt. Schaut da, wenn ihr es nicht gesehen habt, das kam ein bisschen später online, auch das nochmal gerne an. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen hoch, damit das Video gefallen hat. Boah, Junge, ich kann nicht glauben, meine Braids, ne? Die hängen in jede Richtung, Alter. Was geht ab, ey? Oder sag jetzt Tschüss. Ja, eiskalt, ciao. Und so Saltiness, dass es geklappt hat. Ciao. Kennst du Euro-Eddie? Kennst du Euro-Eddie? Ja, warum? Der hat auch so Haare. Nie hatte der so Haare, diesen blauen. Euro-Eddie ist doch dieses komische Kinderspiel-Dings gewesen. Euro-Eddie! Bruder, warum nicht? Dollar-Darius! Ich komm nicht klar.